Weiter geht es mit einer flambastiziösen Runde. Dying Light. Ja, das ist ein Adjektiv. Flambastiziös. So, Leute, wir haben in der letzten Folge, ja, haben wir die Feuerwand angemacht und Jeff ist dabei in die Luft geflogen. Aber Jeff hat uns noch was sehr Leckeres dagelassen, was ich auch echt jetzt bei dem letzten Mal durchspielen gesehen habe. Und zwar können wir den hier looten. Hey, Jeff! Also können wir nicht looten, aber hier... warte mal. Hä? Warte mal, hier gibt es doch leckeren... Wo? What? Wo ist die Schrotflinte, Bro? Die Schrotflinte ist weg. No way. Ich habe so lange drauf gewartet, bis ich sie endlich krieg. No, als ob. Okay, Leute, wir gehen nochmal kurz schlafen. Vielleicht regeneriert sich das. Ich hoffe es mal. Eine Schrotflinte ist nämlich echt gut. Ja, brauche ich. Oh no, das ist natürlich... Das wäre so blöd, wenn das jetzt nicht geht. Weil ich habe sie in dem letzten Durchgang habe ich sie eingesammelt. Sie liegt auf jeden Fall da und sie lag auch in der letzten Folge da. Im Feuer lag sie. Aber da ist nichts passiert. Da war alles doch voller Flammen. Ich konnte nichts aufnehmen. Nö. Hat Jeff weggenommen. Oder bin ich? Wie geht denn? Hier wird auch nichts angezeigt. Hier müsste sie liegen. Jeff hat sie geklaut. No way. Als ob. Kann doch nicht sein, dass hier eine Schrotflinte einfach nicht gespawnt wird, oder? Kann das sein? Nee, oder? Vielleicht war es auch beim letzten Mal nur ein Bug. Aber ich habe halt nie hier reingeguckt, ne? So eine Scheiße. Mensch, Jeff, was tust du nur mit mir? Toll, hätte ich echt gerne gehabt. Scheiße, ey. Müssen wir jetzt gucken, wie wir an eine Schrotflinte rankommen. Also im Polizeiwagen gibt es die auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ja, dass wir das schaffen. Okay, Freunde. Wir machen weiter. Und zwar, wir brauchen Flüchtergewebe. Das heißt, wir müssen in der Nacht ein bisschen rumlaufen. Hierhin. Und dann... Speer, nee, Mahlkreide war es nicht. Gibt es nämlich noch eine Nachtmission von Elfie. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal einen Flüchter jagen. Was auch wieder blöd ist, weil ich habe nur einen Spaten. Okay, hoffen wir einfach mal, dass wir das hier lebend überstehen. Ich meine, Flüchter sind relativ einfach, einfach umzubringen, ja. Die sind jetzt nicht wirklich hart. Aber wenn die einmal laufen, dann wird es schon schwierig. Dann da direkt ranzukommen. Nein, Junge, lass mich in Ruhe. Wir könnten auch mal gucken, dass wir hier reinkommen. Nix da! Nein! Crane! Bitte, bleib drauf stehen! Yo! Schattenjäger! Lass mich bitte in Ruhe! Nein! Okay, verfolgen wir den Flüchter. Der darf uns nicht entkommen. Komm schon, Crane, beeil dich. Ein bisschen Tempo hier. Das ist nämlich jetzt das Problem. Jetzt ist er einmal dabei zu flüchten. Und jetzt wird es auch hart, den zu kriegen. Crane muss dafür schnell sein, ja? Komm schon, Flüchter, mach sie nicht schwerer, als es schon ist. Du wirst draufgehen, ja? Du wirst. Die Frage ist nur, wann? Guck mal, wie er läuft. Und Crane ist so langsam. Okay, den Fehler hat er schon mal gemacht. No way! Er hat mich verarscht. Ja, guck mal, sowas... Nein, als ob. Geil, Schattenjäger.
Lauf, Crane. Alter Freund. Okay, die alle verwandeln sich da drüben. Ah, Wasser ist gut. Wasser kommen die nicht hin. Uff, wir sind dreifach gesucht. Crane, du hast keine Ausdauer, Bro. Wir sind gleich tot. Sag ich dir ehrlich. Wir werden den Flüchter nicht kriegen. Nee. Überall Schattenjäger. Yo! Lauf, Crane, lauf in dein Leben! Okay, wenigstens machen wir hier ein paar Parkour-Skills wett. Es ist eine Höllenqual. Komm her, Flüchter. Ich hab's verdient, ja? Ich hab das verdient. Boah, er ist so schnell. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Wo lang? Ah! Sein Bruder! Okay, wir haben hier zwei. Vielleicht kann ich einen von denen ja erwischen. Ja. Schattenjäger. Alter, das ist doch, kann doch nicht sein, Mann! Eine halbe Stunde unterwegs für nichts! Ich habe keine Medikits, ich habe nichts. Jetzt komm her, Junge! Okay. Gott! Mal Zombie-Eingeweide für den Herrn Doktor. Und jetzt weg hier. Alter, war das eine Prozedur? Jetzt nicht krepieren, Crane. Laufen! So schnell es geht! Das müsste ordentlich Points geben. Aber wir sind ja immer noch gesucht. Davut? Haben wir nicht den Schlüssel. Oh no. Lichtfalle. Mein einziger Freund. Okay, hinter uns ist soweit alles frei. Wir müssen abhauen. Oh. Alter, du kriegst hier das Eierflattern. Wenn so ein scheiß Schattenjäger hinter dir ist. Gott! Wo ist Dämonen? Oh. Erstmal den Puls runterkriegen. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Kenton, wissen Sie, was das bedeutet? Das Fleischexperiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Kenton jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Oh ja. 1260 Wendigkeitspunkte. Hey, Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe. Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht in...
Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir! Hinter dir! Rahim! Rahim! Gott verflucht! No, ey, Bracken. Was macht denn der Junge schon Bracken, wieder? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Wo haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Oh, verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Ja, Rahim ist ein dummer Junge. Wir sind schon wieder bei Nacht unterwegs. Das ist nicht gut, Leute, ja? Nicht gut. Wir müssen echt mal ein bisschen mehr looten hier. Vielleicht klatsche ich noch mal eine Loot-Folge rein. Okay, warte mal. Wir machen uns erstmal hier die Safe Zone dick. Fertig. Bleib doch einfach liegen, Junge. Brech dir die Beine. Schmeckt die Wand. Oh nein, das ist gar nicht gut.
Rahim, wo zur Hölle bist du? Brecken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Ich dachte, es wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Scheiße, du blutest. Oh, eine Schnittwunde. Kinderkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Beweg dich nicht, klar? Bin gleich wieder da. Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Yeah.
Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Rampe hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Okay, erster Sprengsatz passiert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Alles klar gefunden. Erledigt? Großartig. Und jetzt raus da! Rahim! Ich bin's! Auftrag ausgeführt! Rahim! Du hättest das sehen sollen! Das ganze Gebäude ist eingestürzt! Oh, Scheiße! Nein, nein, nein! Rahim! Rahim! Ich bin's! Ich bin's komplett! Rahim! Oh Gott! Rahim, stopp! Eine verdammte Bisswunde! Du verfluchter, dummer Junge! Oh Gott, Jade! Crane, hörst du mich? Was ist passiert? Bracken. Rahim. Rahim ist tot. Verflucht. Komm zurück und kein Wort zu Jade. Noch nicht.
ist dumm genug, sich mit Rais anzulegen. Brauchst du irgendwas? Danke, das können wir echt gut gebrauchen. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Du hast die Brille und das Buch? Das ist toll! Meine Güte, die Brille ist völlig verdreckt. Was hast du damit angestellt? Ach, lass mal. Ist ja auch egal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hier gibt es ein... Bracken. Was ist passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich hier hatte. Ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Oh nein. Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. Oh. Sarah! Mist! Lauf hin! Die dürfen die nicht kriegen! Allein, ihr habt keine Chance. Los doch weiter! Das hat wehgetan.
Da drin ist keiner. Sie sind mit Sarah weggefahren. Mist! Bracken, Sarah ist entführt worden. Sein Anhänger brennt. Mist! Das kommt davon, wenn man sich mit Raiz anlegt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Raiz Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede Wette, dass sie Sarah dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sarah und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Make the ground shake.